Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute einfach mal draußen und wollte mich entspannen. Aber ich habe ja eine Hängematte. Wie baue ich diese auf? Welche Kniffe, welche Knoten? Auf welcher Höhe? Wer das wissen will, bleibt dabei. In diesem Video zeige ich euch, wie baut ihr eure Hängematte auf. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. So, viel braucht ihr für so eine Hängematte zum Aufbauen gar nicht. Einmal braucht ihr die Hängematte selber, die ist bei mir in so einem Beutel. Da seht ihr oben schon Schnur. Hier habe ich noch ein bisschen extra Schnur dabei. Das sollte reichen. Ich habe es schon mal aufgebaut, um zu sehen, dass die Schnur reicht. Dann müsst ihr sie halt anpassen. So, ich gehe jetzt mal an den ersten Baum, um dort die erste Seite des Hängematte festzumachen. Als allererstes habe ich die Hängematte mal da, wo sie hin soll, hingelegt. Das ist so das Erste, damit ich ungefähr weiß, wo die Hängematte hinkommt. Dann nehme ich mir mein erstes Stück Schnur und gehe an den Baum. An dem Baum habe ich hier so eine schöne Schlinge. In der Schnur drin zwei Stück für zwei verschiedene Baumgrößen. Da der jetzt dicker ist als manch andere, brauche ich beide Schlingen. Geht mit der Schlinge durch und zieht das Ganze dann fest. Mehr ist das nicht. Den Baum schadet ihr mit dieser breiten Schnur nicht. Ja, ihr legt es auf eine relativ, ja, ich sag immer so, kurz unter der Brust, so Bereich, ist es sinnvoll, die Schnur anzubringen, damit die Hängematte schön in der Luft ist. Dann nehmt ihr, hier auf der einen Seite habe ich einen Rabiler an der Hängematte. Diesen klickt ihr jetzt einfach hier hinten in die Schlaufe ein. Und somit ist die erste Seite fertig. Das lasst ihr jetzt einfach so hängen und geht dann auf die andere Seite. Auf beide Seite verwende ich eine wesentlich längere Schnur, aber diese ist auch eine Schlaufe. Es ist eine Schnur doppelt gelegt und unten ein doppelter Knoten drin, damit sie ja nicht aufgeht. Diese legt ihr auch erst einmal einfach um den Baum und zieht sie durch. So, somit ist die am Baum fest. Hier könnt ihr sie dann noch jederzeit feststellen und diese Schlaufe zieht sich schon selber fest. Um sie dann an der Hängematte zu befestigen, geht ihr einfach, nehmt ihr euch die Hängematte und geht durch die Schlaufe der Hängematte durch. Fädelt es einmal komplett durch die Hängematte durch, zieht die Hängematte straff, legt es um den Baum, zieht sie schön fest. Dann nehmt ihr den Rest der Schnur und wickelt ihn so oft, wie ihr meint, dass es nötig ist, drum. Ich mache das meistens 6-7 Mal, schön sauber nebeneinander. Und dann mache ich einfach einen Knoten rein, eine Schlaufe und dann hält es. Somit habt ihr die Möglichkeit, das Ganze jederzeit nachzuziehen und ihr habt eure Hängematte soweit aufgebaut. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal den Liegetest. Jetzt hier einfach nochmal aus der Nahansicht der Knoten. Hier die Umwicklung und hier die Schlaufe. Hinten dran ist es einfach so ein Konstrukt von dem um den Baum gelegten ersten Mal und dem um den zweiten Mal gelegt und das hier dann drum gewickelt wurde. Dies ist sehr stabil und hält mich aus. Dementsprechend lege ich mich jetzt in die Hängematte rein.
Einsteigen setzt ihr euch einfach auf die vordere Kante der Hängematte. Und so, wenn sie jetzt hält, wisst ihr schon mal, dass sie stabil ist. So, und jetzt müsst ihr euch nur noch hinlegen. Schon liegt ihr in einer wunderbaren Hängematte. Das Aufbauen dieser Hängematte dauert vielleicht 5 Minuten und ist eine sehr gute Möglichkeit, um zu schlafen, da man nicht auf dem Boden liegt und außerdem aber trotzdem einen sehr komfortablen Schlaf hat und damit an dem nächsten Tag sehr ausgeruht sein sollte. Wer schon mal in der Hängematte geschlafen hat, oder meiner Hängematte schlafen will, schreibt alle eure Erfahrungen und so in die Kommentare. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und danke fürs Zuschauen.